Das Wochenende steht vor der Tür und bevor ich wieder meinen legendären Spruch loslasse, Sie wissen schon, hoch die Hände. Zuerst die Modellwarner Pflichtveranstaltung Freitalk auf Xtrem 24. Willkommen alle, schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Spruch, was lange währt, wird endlich gut. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu meinem Thema heute. Sie alle haben sicherlich noch die Neuheitenvorstellung Anfang des Jahres von Viessmann Modelltechnik in Erinnerung, unter anderem mit der Präsentation der innovativen Top-Neuheit CarMotion. Und zur Einstimmung zu diesem Thema jetzt nochmal der kleine Filmeinspieler, den wir damals mit Wieland Viessmann gedreht haben. Nochmal. Funktioniert. Abblendlicht. Fernlicht, okay. Motor aus. Geht alles prima. Na, jetzt ist aber schön klein geworden. Jetzt kann ich den auffahren. Super schön. Nee, was hast du nur aus meinem LKW gemacht? Guck mal, der ist so schön klein, den darf ich jetzt auffahren. Ja, den großen habe ich keinen Führerschein, aber den darf ich fahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das mein LKW? Das war er mal, da haben wir geschrumpft. Ach du liebe Zeit. Also mach dir keine Sorgen. Ich ersetze dir den, weißt du? Du kriegst das Geld. Ja, möchte ich auch. Du kriegst das Geld im Maßstab 1 zu 87. Ja, kein danke. Thema. Schön. Gefällt er dir? Ich nehme den jetzt mit und stelle den zu Hause bei mir auf die Modellbahnanlage und probiere, ob da alle Funktionen gehen, so wie es. Dann bringst du mir aber in groß wieder. Das muss man versuchen, ob der wieder groß zu beamen geht. Das versuch's mal. Geschrumpft haben wir ihn gekriegt, aber. Ja, hast du auch noch schön sauber gemacht dabei, sehe ich. Natürlich. Toll. Ja, mein lieber Matthias, nochmal Dankeschön, aber. Ja. Ich sehe da hinten, hast du auch noch ein Benzin stehen. Ja. Könnte man den vielleicht auch noch schrumpfen? Könnte er machen, aber ich will ihn wieder haben. In der Originalgröße. Wir tun das Beste. Ja. Mhm. Könnte gehen. Tja, was ist nun daraus geworden? Viele Modellbahner, die diese Neuheit vorbestellt haben, warten ja nun schon seit Februar sehnsüchtig darauf. Die Auslieferung an den Handel der Startersätze sollte ja bereits Anfang April erfolgt sein. Dem
War aber leider nicht so. Wo klemmt's also? Sie alle kennen ja die aktuellen Probleme der internationalen Liefer- und auch Produktionsketten. Die enge Verzahnung zwischen Fertigprodukten und oder von Halbzeugen in China und Lieferung nach Europa ist sicherlich nur ein Knackpunkt. Auch Rohstoffprobleme machen den Herstellern zunehmend mittlerweile zu schaffen und führen letztendlich zu diesem Produktions- und Lieferchaos. Damit müssen wir uns nun leider bis jetzt abfinden und können eigentlich nur noch auf Besserung hoffen. Bei manchen Gesprächen höre ich dann das Argument wie, warum holen wir die Modellbahnproduktion nicht nach Deutschland oder nach Europa zurück? Klar, könnte man. Mittlerweile fehlen ganz einfach die Produktionsmittel und man höre und staune auch die Fachleute dazu. Es ist ja eigentlich nichts mehr da. Und auch das gehört zur Wahrheit. Die Preise für die Modellbahn, die ohnehin schon gestiegen sind, würden dann auch nicht mehr so zu halten sein. So sieht es eigentlich momentan aus. Ja, und das ist meine Meinung dazu. Und über eure Meinung freue ich mich denn in den Kommentaren dazu. So, jetzt aber zurück zu Karmotion, liebe Freunde. Und da gibt es erfreulicherweise gute Nachrichten zu vermelden, die ich Ihnen jetzt weitergeben möchte. Ja, lieber Wieland, die erste Frage und vor allem die wichtigste Frage, die den Zuschauern, den meisten jedenfalls am Herzen liegt, was wird mit Karmotion? Karmotion wird jetzt im Oktober ausgeliefert, die ersten Fahrzeuge. Haben wir jetzt in Serie hergestellt. Wir haben natürlich ja, Probleme gehabt bei der Elektronikbeschaffung, wie fast alle Hersteller. Haben aber jetzt genügend Bauteile zusammengekauft, natürlich zu überhöhten Preisen, wie immer, wie das so ist. Aber wir haben es jetzt schon geschafft, auch die wichtigen Prozessoren und so weiter zu bekommen. Wir haben natürlich auch die Zeit genutzt, deswegen ist es nicht nur zum Nachteil der Modellbahner, der Anwender, sondern auch, wir haben die Software, die Funktionen noch mal erweitert. Wir haben die Software gerade in der Abstandsregelung, die Infrarot Übertragungsraten so verbessert, so verfeinert, dass wir schon sehr stolz sind, das jetzt auszuliefern in der Perfektion, dass wir sogar mit den Fahrzeugen vierspurig nebeneinander fahren können, ohne dass sich die Abstandskontrollen gegenseitig stören, obwohl es geheißen hat, nee, das schafft ihr nicht, wir haben es geschafft, da sind wir sehr stolz drauf, also die Zeit haben wir genutzt. So, also im Oktober, aber dann interessiert uns natürlich jetzt, wenn du schon gesagt hast, ihr habt die Zeit genutzt für die Neuheiten. Was kommt denn da jetzt neu? Ja, wir sind natürlich auch dabei, neben der Verbesserung von den jetzt zur Auslieferung stehenden Fahrzeugen, haben wir natürlich auch die älteren Epochenfahrzeuge 3, den Magirus Eckhauber, den Mercedes Rundhauber jetzt auch zum Fahren bekommen. Nachtigallikör, da trapsen. Wir sind natürlich auch dabei, was naheliegend ist, jetzt auch PKWs zu motorisieren und das sieht ganz gut aus. Da haben wir auch bahnbrechend neue Entwicklungen und das macht richtig Spaß. Deswegen, eigentlich wollte ich ja schon vor 7 Jahren aufhören, aber das macht so viel Spaß, dass ich weitermachen muss. Das hast du ja eigentlich schon im Frühjahr gesagt, aber es macht so viel Spaß. Gut, dann freuen wir uns mal auf die vielen Neuheiten, die ab Oktober kommen werden. Wir freuen uns und natürlich auch die Modellbahner wird es jetzt freuen, dass es endlich soweit ist. Aber ich sehe, du hast ja was in der Hand. Was willst du uns zeigen? Naja, gut, nochmal die Demonstration mit der, hier ist es, mit der Fernbedienung und den Fahrzeugen. Wir haben jetzt hier in die Fernbedienung noch einen Dauermagneten eingebaut, weil beim Ausschalten schalte ich ja über den Riedkontakt das Fahrzeug völlig stromlos, damit die Batterien geschont sind. Und deswegen kann ich mit der Fernbedienung das Fahrzeug nicht wieder einschalten. Das geht dann nur mit einem Magneten. Du brauchst jetzt nicht mehr diese lange Antenne, sondern du hast das. Nicht nur mit dem Magneten, sondern wir haben jetzt in die Fernbedienung noch einen Magnet eingebaut, sodass ich auch mit der Fernbedienung nicht nur das Fahrzeug ausschalten kann, hier mit der Austaste, sondern ich kann das auch einschalten. Das war vorher nicht möglich. Auch da haben wir die Zeit genutzt, die Idee gehabt, Mensch, mach doch da das Dauermagneten rein, dann muss man nicht einen Stab und die Fernbedienung haben, sondern haben das kombiniert. Weißt du was, Wieland, jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch.
mach noch eine längere Auszeit und mach noch ein Motorgeräusch rein. Ja, da haben wir natürlich ganz zu Anfang auch schon dran gedacht, aber dafür wird dann der Platz dann doch ein bisschen eng, den Sound, den Lautsprecher und ein Soundprozessor oder die Soundsteuerung ist auch sehr aufwendig. Und da sind wir schon froh, dass wir das jetzt alles hier unten, die Elektronik und die Akkumulatoren in das Fahrzeug reinbekommen haben, ohne die Ladeflächen zu benutzen, damit wir Anhänger und Auflieger und so weiter dranhängen können und ja, alle möglichen Aufbauten. Und mit Sound ist es dann natürlich ein bisschen sehr eng. Okay, war jetzt nur ein frommer Wunsch. Wie sage ich immer zu meinen Elektronikern, Elektronik wird immer kleiner, irgendwann verschwindet sie ganz und dann kriegen wir auch Sound rein. Ja, liebe Freunde, damit hat nun hoffentlich das lange Warten ein Ende und wir freuen uns schon sehr darauf, Ihnen die angekündigten und auch vorbestellten Fahrzeuge der Carmotion-Serie ausliefern zu können. Alle aktuellen Änderungen zu dieser Serie, so wie sie Wieland gerade angesprochen hat, finden Sie dann auch selbstverständlich auf den Seiten von Xtrain 24 zum Nachlesen. Apropos Nachlesen, wenn Sie keine Neuheiten oder aktuellen News mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen einfach, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren, denn damit sind Sie immer top aktuell auf dem Laufenden. Ja, das war's für heute mit meinem Freitalk und zu Carmotion, liebe Freunde. Und jetzt hoch die Hände, Wochenende ran an die Modellbahn. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin machen Sie es gut. Schönes Wochenende, Ihr Frank Puttig.